Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Ultimate General Civil War. Und wir setzen da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei der Schlacht von Corinth. Unsere Armee wurde entsandt, um die Yankees nördlich von Corinth anzugreifen. Wir müssen diese wichtige Verbindungsstelle im Norden von Mississippi einnehmen und die Kommunikationswege der Tyrannen unterbrechen. Ah, Mississippi, okay, gut. Sie führen den Angriff auf die ungeschützte linke Flanke der Tyrannen an. Deren Position ist an der Memphis Road. An der Memphis Road ist ungeschützt. Deren Position an der Memphis. Okay. Nahe ihres Zentrums klafft eine große Lücke. Wenn sie schnell handeln, können sie sie vernichten, bevor die Yankees Verstärkung schicken. 3300 Mann würden wir kriegen und 60.000 Knete. Naja. Wie gesagt, wir nehmen das zweite Korps. Und los geht's. Die Yankees haben ihre linke Flanke an der Memphis Road aufgestellt. In ihrem Zentrum klafft eine große Lücke. Ihr Hauptquartier befindet sich in dieser Farm. Greifen Sie schnell an und vernichten Sie die Flanke der Unionisten. Okay. Covere deine Flanken. Alle meine Division. Gut. Pause. Gesamte Infanterie geht im Sauseschritt vor. Die Kavallerie saust an den Flanken lang. Missionswagen geht hier hin. Artillerie geht dahin. Und Jackson als General geht dahin. Wir haben 3 Stunden Zeit. Die Farm halten. Da ist die Farm. Okay. Schauen wir mal. Wir haben noch 2 Brigaden, die noch gar nicht rennen. Machen wir die zu kompletten Flankenbrigaden. Und wir liegen schon unter Artilleriefeuer. Okay. Da hier haben wir Brustwehre. Baldwins eine starke Brigade. Kavallerie bisschen weiter zur Seite. Bisschen Skirmisher. Okay. Das Hackerman. Den müssen wir irgendwie da raustreiben. Marschiert mal dahin. Macht die Skirmisher erstmal. Für euch hier haben. General Jackson. Ah! Nicht ohne Verstärkung. Hier können wir vielleicht einen kleinen Einbruch erzeugen. Komm, baskische Kronprinzen, ihr stürmt. Ihr schützt. Ellen kriegen wir vielleicht aus Nahkampf zerschlagen. Artillerie geht weiter vor. Infanterie geht auch weiter vor. Ellen wankt, hält, wankt. Oglesby. Sehr schön. Ihr geht auf Fuller und Co. Pusht ein wenig. Klein wenig pushen. Kavallerie versucht mal durchzuschlüpfen. Ellen hält immer noch den Nahkampfstand. Nächste Brigade in Nahkampf. Gibt's nicht. Ellen hat den Nahkampfstand gehalten. Bastischen Kronprinzen wurden zurückgeschlagen.
dort mal schießen. Soll er da mal schießen? So, Fuller schlagen wir zurück. Jetzt haben wir den Punkt eingenommen. Infanterie hier hin. Ihr sollt mal da die Flanke beschießen von Kruger. Hettel rein, Artillerie hinterher. Wo ist die Farm? Ich muss auch kurz Pause machen. Wo ist die Farm? Da ist die Farm. Kavallerie schnappt sich schon mal. Taylor ist zurückgeschlagen. Kronprinzen hinterher. Nächste Kavallerie hierhin. Ah, der hat eine gute Stellung. Okay, hier durch. Schnappt euch die Sublies. Hier müsst ihr auf die Artillerie. Geht auf die Artillerie. Meine Artillerie muss weiter vor. Das könnte hier die Flanke sichern. Die Kavallerie treibt die mal ein bisschen weg. Ich will dich hier haben. General, komm ran. Da wurden die guten Brigaden zurückgeschlagen. Brauchen Flankenfeuer. Jetzt kriegen wir euch leicht rausgedrängt. Geht hier auf die Farm. General ein bisschen vor. Die Union mehr Soldaten. Fällt ein bisschen Artillerie, das gefällt mir. So, Heckermann ist immer noch in der Flucht. Farm ist noch umkämpft. Stellung haben wir erfolgreich eingenommen. Verstärkungen sind gesichtet. Wo? Kavallerie im Rücken. Kavallerie im Rücken, so ein Mist.
Artillerie noch ein Stückchen vor. So. Kiev schießt mal die zusammen. Da. Das war eine schlechte Salve. Sullivan, okay. Heckwood. Fahren wir ein bisschen zurück. Kommen wir hier hin. Kommen das aber auch starke Brigaden an von denen. Geschütze soll er haben? Noch 24. Noch 20. Was sagt meine Kavallerie? Meine Kavallerie sagt nicht mehr lange. Komm, wir gehen zurück. Hackelman. Er leidet immer noch Verluste. Whiting zielt und Feuer. Batterie da, eindeutig. Die Truppen sind gar nicht mal so schlecht von ihm ausgebildet. Die sind alle sehr gut halten. Komm, ihr fallt zurück. Unsere Brigade soll auch zurückfallen. Fuller hält auch unglaublich stand. Das gibt's nicht. Und zurückfallen. Kommt, lasst euch zurückfallen. Stunde noch. Nein, 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 ich muss mal eine Artillerie. Schieß mal da drauf. Schieß mal da drauf. Ihr haltet mal schön die Stellung. Nach Skirmisher greifen Nahkampf an. Macht ihr hier im Norden? Jagt immer noch Hackelman. Sehr gut. Wie viele Geschütze hat er noch? 19. Okay, das hat sich hier ein bisschen Ruhe eingekehrt. Lass mal schneller laufen.
gerade unsere Brigade ist halt nicht mehr so gut wie früher. Weil er in der letzten Schlacht bei Antietam so hohe Verluste erlitten hat, ist auch relativ schlecht geworden. Die sind nur regulär. Nicht mehr Veteran, ne? Wir können natürlich versuchen, jetzt mal kurz noch eine Salve auf Kavallerie, auf die Artillerie zu geben. Nein, machen wir nicht. Komm zurück, komm zurück. Braucht eh Munition. Oh, wir haben oben die Brigade zerschlagen. Oh, hier wird es nochmal interessant. Langsamer. Das Zenburn. Geschütze hat er noch 16. 30 Minuten. Da ist gegnerische Kavallerie. Gut, eigentlich hat er uns umzingelt. Aber Sullivan kommt. Sullivan wird zusammengeschossen. Zwei Salven. Komm, gib mir noch eine Salve. Sullivan hält. Sullivan rennt nicht weg. Seine Truppen haben so eine hohe Moral. War auch einfach, weil er so dicke Brigaden hat mit 200.000 Mann. Wie sieht es mit dem Korps aus? 15% Verluste. 13 Minuten. Lassen laufen. Kriegen 3.300 Mann als Verstärkung, plus unsere Verluste, die sich wieder sammeln. Da kommt Sullivan anmarschiert. Taylor soll der Artillerie schützen. Soll den 2091, mal gucken. ...30 Mann verloren etwa. Fast 100 Mann und gewonnen. Wir sind gegen James McPherson angetreten, der 21.252 Infanteristen hatte, 1.884 Kavalleristen und 66 Geschütze. Er hat verloren 7.133 Infanteristen, 46 Geschütze, 400 Kavalleristen und 94 Gefangene. Wir hatten 18.000 Mann, 1.501 Kavalleristen und 48 Geschütze. Wir haben verloren 2.945 Infanteristen. 5 Geschütze haben wir verloren auf Dauer, okay. Und Kavallerie, wir haben also praktisch das, was wir verloren haben, zurückgekriegt. Wir machen das nur plus an Rekruten mit unseren Verwundeten, die sich erholen. Okay. Einheiten. Bestes Keys und Southern Gentleman. George Stewart und Ryan Griner wurden befördert zum Lieutenant Colonel. Viele Harper Ferries haben wir uns geholt. Ein paar Springfielder. Ja, nicht viel. Nichts Besonderes. Und 94 extra Gefangene. Karriere. Wir wollen mehr Geld. Wir haben das Waffenlager, verkaufen die Artillerie, die wir nicht brauchen können. Jetzt wird das Korps wieder frisch gemacht. So, die Basten kriegen... Da brauche ich Veteran, da komme ich drum rum. Da kann ich Grünschnäbel nehmen. Nope, das passt auch. Eisensturm. So viel Geschütze verloren.
Bei der Artillerie gönne ich mir das mal. Sir, yes, sir! Yes, sir. Kavallerie ist aufgestiegen. Komm. Kief kann ein paar Grünschnäbel reinholen. Whiting. Was würde es uns kosten? 15.000. Malzen auch voll. So, Drunken Irish. Haggard kann auch ein paar Ritter ran. Texas Rangers auch. Und die Gandrose Brigade. Was für uns? 16.000 für Frische. Ja, okay, gut. Das kurbeln wir zusammen. Wir haben 15.000 Mann Ersatz. Irgendwas Gutes können wir uns nicht leisten. Haben wir nicht im Angebot. Gucken wir mal. Nach der Schlacht von Kurren bin ich mir sicher, dass ich nicht die Macht habe, um General Gantlus zu besiegen. Oder grandios. Ich fürchte, dass ich ersetzt werde. Nun zähle ich bla bla bla. Wir haben ausgezeichnete Nachrichten, Sir. Der Kongress hat zugestimmt, dass 4400 neue Rekruten, auch sehr schön, einberufen werden, um ihre Armee zu verstärken. Bald werden sie genügend Männer haben, um General Grandios etwas entgegenzusetzen. Seine Stärke ist etwas gesunken. Er hat nur 23.000 Mann. 28% maximale Ausbildung. Aber seine Waffen sind noch sehr gut. Er hat sehr, sehr viele gute Waffen. 3400 Rekruten. Prairie Groove. Gott, wie spricht man das? Prairie Groove? Prairie Groove? Okay. Das wäre unsere nächste Schlacht. Ihre Armee wurde befohlen, im fruchtbaren Land und milderen Klima von Arkansas nach einem geeigneten Standort für das Winterlager zu suchen. Späher melden, dass Yankee-Truppen aus dem Norden und dem Osten kommen, ihre Furt auf dem Borden-Weizenfeld in der Nähe von Prairie Groove anzugreifen. Schauen wir uns das mal an. Was haben wir da? Ich könnte maximal 12 Brigaden. Okay. Schon wieder eine Unterzahl? Also ich würde fast wieder zweite Korps nehmen und das erste Korps weiterhin zu schonen. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an, so wie immer.